So. Machen wir das so. Und dann noch hier so eine Querstraße. Zack. Okay, dann zack, 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 zack. So, eigentlich brauchen wir jetzt da kaum Bewohner momentan. Aber wir wollen halt das nächste Upgrade natürlich haben. Und dafür brauchen wir mehr Bewohner. So, bauen wir hier mal noch ein bisschen mehr Industrie hin. Ein bisschen mehr Gewerbe hin. Und machen am besten gleich auch mal noch ein paar Parks. Bauen wir mal diesen Park aus hier ins Hinterland. So, zack. Zack. Was bauen wir da noch dran? Was gibt's denn hier noch Schönes? Da bauen wir mal hier noch so ein Teil. Und hier noch so ein Teil ist natürlich nicht billig, aber ja. Verbessert halt die Grundstückspreise. So, wo ist sie denn? Da. Ja. Okay, hier ist jetzt alles schön, schön dunkelgrün. Das heißt, die werden jetzt hier alle aufsteigen. Das heißt, wir setzen jetzt hier noch ein bisschen Gewerbe ran. Und was auch ziemlich wichtig ist, weiß ich jetzt, dass das Gewerbe möglichst nah an der Industrie sein sollte, damit das gut beliefert wird und die... Oh mein Gott, das ist hier Stau. Oh, Kacke. Das ist nicht gut. Nicht... Not good. Not good. Da war ein Unfall. Aber trotzdem ist hier extremster Stau. Müssen wir mal hier die Straße mal ein bisschen verbessern. Das wird zwar erstmal wenig helfen. Aber naja, hoffentlich wenigstens ein bisschen was. So, da können wir noch verbessern. Hier könnten wir schon. Ja, Straßenbahnen lohnen sich halt bei der Stadt, die ich jetzt hier fabriziert habe, quasi gar nicht. Weil wir kaum Hauptstraßen haben und zwischendrin auch keine anderen Straßen setzen können, aber ich baue es jetzt trotzdem mal aus. Natürlich extremst teuer, aber lohnt sich, weil es den Verkehr extremst entlastet. So. Und jetzt erstmal überall Straßenbahnstraßen hin. Das ist natürlich auch geil, Straßenbahnstraßen. Oh Gott, wir haben hier Verkehrsprobleme, ich glaube. Mit dieser Stadt werden wir nicht mehr wirklich lange spielen können. Ich baue jetzt erstmal überall die Straßen aus. Müsste echt so einen Knopf geben, alle Straßen auf einmal ausbauen, weil das ist echt nervig, jede Straße einzeln anzuklicken. Das dauert Ewigkeiten. Oder war sogar noch eine niedrige. Das finde ich nicht gut. So. Zack. Was ist denn das hier? Ja, nie. So, aber nicht. So. So. So, das muss schon mal ein bisschen besser gehen. Da ist jetzt natürlich eine Ampel, das ist natürlich nicht so gut. Das stockt auch den Verkehr ein bisschen. Aber so. Ist hier erstmal überall Straßenbahn hinklatschen. So, jetzt müssten wir hier eigentlich ein ganz gutes Straßenbahnnetz haben. Ja, ich bin natürlich auch intelligent. Weil wir haben nämlich die Straßenbahn noch gar nicht freigeschaltet. Ah doch, immer sogar. Haben wir schon ein Verkehrsdepot? Oder brauchen wir das für Straßenbahnen nicht? Ach nee, das brauchen wir nur für diese dicken Dinger. Genau, aber leider haben wir jetzt kein Geld mehr. Das ist natürlich auch nicht so praktisch. Was will er denn von uns? Sie möchten die allgemeine Hochschulerweiterung erweitern. Sehen Sie sich an, was alles möglich ist. Ja. Natürlich will er jetzt, dass wir hier die Schule ausbauen. Setzen wir mal hier ein Erweiterungsgebäude. Weil der Platz reicht nicht mehr für alles Sim. 55 sind mittlerweile unangemeldet und natürlich sinkt gleich wieder hier das dämliche Bildungsniveau. Wegen den neuen Leuten, die wir hier hinten angesiedelt haben. Mit dies alles ungebildete Schmarotzer hier sind. Was ist mit dir? Das Zimmer sind dann voll. Ja, kann ich ja nicht.
ist ja schon voll ausgebaut. Wie soll ich denn da noch ein Klassenzimmer machen? Bitteschön. Soll man das verraten? Lieber, weiß ich nicht, Schuldirektor oder was auch immer. Haben wir dann noch irgendwo eine Grundschule? Nee, ne? Nee. Gut, dann eigentlich. Wo ist denn unsere zweite Bibliothek? Da. Okay, die ist auch schon fast voll ausgelastet mittlerweile. Also 600 ist das Maximum. Mehr geht nicht. Und danach, ja. Genau, danach ist halt einfach Ende Gelände. Da muss man dann eine neue bauen. Unser Einkommen steigt hier auch und wir brauchen einiges an Industrie mehr. Aber das reguliert sich von selbst, weil die Industrie, je mehr sie gebraucht wird, umso schneller steigt da die Dichte, weil sie mehr Gewinne machen. Was bedeutet, dass dann im Endeffekt sich die Industrie ausbauen wird. Und ja, dann haben wir natürlich auch mehr Industrie. Also das lohnt sich gar nicht, weil da später so nichts mehr hinkommt, weil wir da die Kläranlage ausbauen müssen. Ja, das können wir eigentlich nur noch warten, weil wir hier kaum noch Platz haben, irgendwas zu bauen. Aber wir haben jetzt aber hier genug Geld für die Straßenbahn. Dann setzen wir jetzt mal ein Straßenbahndepot. Wohin? Wohin, wohin, wohin? Platzmangel. Ja, natürlich nicht hier mitten ins Wohngebiet eigentlich. Hier können wir es hinsetzen. Ein bisschen am Stadtrand. So, zack. Jetzt haben wir erstmal drei Straßenbahnen. Aber da ich weiß, dass sie eh gleich überfüllt sein werden, baue ich die gleich mal aus. So. Zack. Jetzt haben wir schon mal ein Maximum hier an Straßenbahn rausgeholt. Und hier noch so ein tolles Schild hin. Und 15 Straßenbahnen haben wir jetzt. So, das sollte erstmal reichen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch Haltestellen platzieren. Dann platzieren wir mal hier eine an der Schule. Also an der ersten Schule. Dann am. Ja, möglichst weit links hier. Hier eben. Da. 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 Problem ist halt jetzt, dadurch, dass ich am Anfang die Straßen so geknackt gesetzt habe, kann ich hier kaum ein gutes Straßenbahnnetz hinbauen. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Mal überall möglichst gut ausnutzen. So. Und jetzt hoffen wir mal, dass dadurch der Verkehr ein bisschen entlastet wird. Können wir diese Straße hier noch ausbauen? Ja, können wir. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt hier erstmal weiter die Infrastruktur aus. Weil wenn wir nichts Besseres tun, weil wir sowieso warten müssen, bis wir mehr Einwohner haben. Oh mein Gott, ist hier ein Stau. Scheiße. Das ist nicht gut. Nicht gut. Die ganzen Leute, die wollen halt hier alle nach Hause. Oder ne, wollen sie gar nicht. Die fahren alle ins Industriegebiet. Warum das denn? Es ist doch abends. Abends arbeitet man normalerweise nicht. Naja, wenn sie abends arbeiten wollen, sollen sie das machen. Habe ich kein Problem damit. Wenn es mir mehr Geld einbringt. So, Verkehr lichtet sich. Bisschen wenigstens. Oder auch nicht. Na gut, kann man jetzt nichts machen. So, Verbrechen ist nicht vorhanden in unserer Stadt momentan. Wir könnten hier ein Maxes Herrenhaus machen, aber das lohnt sich jetzt irgendwie noch gar nicht. So, hier für die Uni brauchen wir noch die Bildungsabteilung. Die werde ich dann auch als nächstes wahrscheinlich bauen. Dann, ja, ihr seht hier schon, ich habe hier schon das Erdbeben und die Riesenex habe ich freigeschaltet. Ja, aber den mache ich jetzt ganz sicher nicht hier. Erst da vielleicht, wenn wir mit dieser Stadt dann aufhören und eine andere anfangen. Und schon genug Geld haben, dass wir es, also in der anderen Stadt, dass wir die hier einfach platt machen können. Aber naja, mache ich jetzt nicht. Das ist natürlich ein bisschen beknackt. So. Okay. Bau der neuen Galerie begonnen. Bald werden die Sims den Unterschied zwischen billigen Einkaufszentren und... Ja... Da kann ich nicht lesen. Und hochwertigen Galerien kennenlernen. Nee, kennen. Nur kennen. Nicht lernen. So, was willst du hier? 200 Grad. Haben wir immer noch Probleme mit dem Feuer? Nee. Ist schon wieder gelöscht.
Gut. Dann haben wir hier immer noch die Feuerwehrmission, aber die will ich jetzt nicht machen, auch wenn die aber nicht viel Geld bringt. So, ja, komm jetzt hier. Wir brauchen mehr Bewohner. Kann ich jetzt nicht mal hier die Dichte erhöhen? Natürlich ist auch, glaube ich, ich habe ja, glaube ich, nur drei Parks gesetzt, oder? Ist natürlich nicht gut. Weil das nämlich nur was bringt für die Stufe 3er und für die Stufe 1er und 2er bringt es halt nichts quasi für die Zufriedenheit. Es erhöht zwar überall des Einkommens, die Grundstückspreise, aber halt nicht, ja, nicht die Dings. Nicht die Zufriedenheit und damit auch nicht die Dichte. So, hier lebt es sich nicht gerade gesund. Immer noch. Ich habe doch gerade eine neue Klinik gebaut. Ist doch eigentlich ganz gut. Ist doch fast jetzt voll. Kann doch gar nicht sein, dass ihr hier alle krank seid. Nee. KM-Card. Lass mal gucken. Hier Luftverschmutzung, Luftverschmutzung. Oh, da ist Bodenverschmutzung. Ist überall Bodenverschmutzung. Ja gut, es ist halt durch die... Oh, das Endwasser-Endrohr. Das da war, das war anscheinend sehr überfüllt. Ist natürlich nicht gut. Aber wenn die nämlich zu überfüllt sind, das ist keine Tram, das ist ein Drama. Ich muss dem Bürgermeister wohl mal sagen, wie voll diese Züge sind. Ja, kann ich jetzt nichts machen eigentlich, weil mehr als die, wo ich habe, kann ich nicht bauen. Momentan jedenfalls nicht. Was willst du von uns? Ja, das ist in Ordnung. Bisschen zu viel Müll an einem Tag ist jetzt nicht so schlimm. Es ist verkraftbar. Ihr hier hinten, euch kann ich ja mal ein bisschen hoch pushen. Und zwar kann ich euch das jetzt nämlich gleich mal zeigen hier. Das hier, der Grillpavillon, erhöht nämlich die Zufriedenheit der Stufe 1er. Rein theoretisch, ich weiß jetzt nicht, ob hier jetzt noch genügend Platz ist. Ja, für einen Teil wenigstens. Kann man jetzt hier dann, wenn man auf Bearbeiten geht, hier so, zack, bearbeiten. Den Park mit anderen Parks, die man eigentlich noch bauen könnte, aufwerten. Also kann jetzt hier aber an der Grillhütte, baue ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Spielplatz hin. So, zack. Das erhöht dann die Zufriedenheit nochmal. Aber halt in einem kleineren Radius, logischerweise, weil das nur so eine Erweiterung ist und kein richtiger Park. Ja, genau. So. Wohlstandgewerbegebiet. Okay, wir haben kaum noch untere Einkommensklasse, sondern nur mittlere und obere fast. Das ist natürlich schlecht, weil wir halt untere natürlich viel mehr Einwohner haben. Das ist natürlich nicht gut. Obwohl hier der Bedarf auch ziemlich gesunken ist. Hier werden wohl einiges an neuen Gebäuden hochgezogen gerade. Und die Bevölkerung... Ja gut, da werden jetzt halt neue Gebäude gebaut, deswegen sinkt die momentan noch, aber sie wird bald anfangen zu steigen, auf jeden Fall. Muss. Geschlossen, hier werden Arbeiter gebraucht. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich eigentlich... Ja, also eigentlich kann das schon sein, aber eigentlich brauche ich ja viel mehr Arbeitsplätze als Arbeiter. Jedenfalls laut diesem Teil hier. Da könnte man natürlich mal gerade kurz... Was wollte ich jetzt nochmal machen? Gebäudedichte können wir uns auch gerade mal kurz angucken. Zufriedenheit, 1000, okay. Ja gut, die können natürlich jetzt leider nicht weiter aufsteigen. Hier, kurz gucken. Das nenne ich Polizeipräsenz. Die hier hinten. Ja, die sind jetzt hier auch schon einigermaßen. 13, Zufriedenheit. Ja, ist natürlich nicht schlecht. So. Ah, hier ist immer noch der totalste Stau. Schlecht ausgebildet. Die Herstellungsbetriebe beschweren sich, dass es keine ausgebildeten Arbeiter, dass sie keine ausgebildeten Arbeiter finden. Bauen sie weitere Schulen. Das kann ja eigentlich auch nicht sein, weil wir haben eigentlich mehr als genügend. Also 150 sind jetzt nicht angemeldet, aber die meisten sind ja angemeldet. Also, naja. Ja, bla bla. Unsere Arbeiter sind nicht besonders gut ausgebildet. Sind das jetzt. Ne, das sind noch Stufe 2 Tech, oder? Ja. Dürfte ja eigentlich jetzt nicht so schlimm sein. Wo ist eigentlich nochmal unsere allgemeine Hochschule? Hier. Schlimm, diese schlechte
Stelle mehr Arbeiter. Ja, was machen, was machen? Wir brauchen jetzt einfach das nächste Upgrade. Hier liegt überall Müll rum. Ja, das ist wegen der Mission. Zack, da haben wir es geschafft. Da haben wir es geschafft und damit 25.000 einkassiert. Hier sehen wir schon 11.000 jetzt für diese, wegen dieser Mission da. Wird natürlich extrem das Aufkommen an Müll erhöht. Aber es wird auch anscheinend deutlich.